und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei YouTube, auf YouTube, hier bei The Last Campfire. Wir sind in einem neuen Stream angekommen und ich bin hier gerade zurückgelaufen, weil ich eigentlich zum Wald wollte. Aber das geht gar nicht, weil ich kann hier nicht mehr hoch. Der Ember, der rutscht da einfach runter. Amber wasn't ready to face the birds again. Genau, das steht dann da. Amber war nicht bereit, sich wieder den Vögeln zu stellen. Also wir können nicht zurück. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen Backtracking betreiben und gucken, was wir noch so verpasst haben. Aber leider kann ich das nicht, weil ich nicht zum Wald zurückkomme. Und hier komme ich auch nicht runter, ne? Nee, was ist denn mit dir nochmal? This Forlorn was not the same as the others. War nicht wie die anderen. The Forlorn whispered softly. I know what I need, but I am not ready. I am not ready. Na gut, I vielleicht... Never be ready. The future is yours, stranger. But mine is mine. Hm. Amber left the Forlorn with their thoughts. The time wasn't right. Perhaps would never be. Okay, also dem konnten wir nicht helfen. Genau, na gut. Na dann, können wir hier nichts weiter machen. Die Kiste haben wir schon geholt. Also hier haben wir offenbar alles in diesem Bildschirm. Dann gehen wir wieder zurück und ich würde sagen ins neue Gebiet. Denn woanders können wir im Grunde nicht mehr hin. Hier haben wir dann ja alles entdeckt. Weil ich glaube, eine andere Richtung können wir gar nicht mehr einschlagen. Ich kann mal den da... Ach, nee, da war auch bloß eine Kiste, ja. Ich kann mal den da am Feuer nochmal ansprechen, ob denn sein Kumpel inzwischen wieder aufgetaucht ist. The travelers seem distressed. I'm sure it's fine. They'll be okay. Wird ihm gut gehen. But it's been a while since... It's my fault. Hm. Okay, nee, da war, glaube ich, dann auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir zurück und gucken, ob wir da auch alles gefunden hatten. Zumindest hier in diesem Kapitel, sage ich mal. Hier hatten wir ja beim letzten Mal schon rumgesucht, ob da noch was war und hatten nichts weiter gefunden. Dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich das neue Gebiet anfangen, oder? Ich denke mal, wir haben hier alles erreicht. Ganz am Ende, wenn uns noch was fehlen sollte, werde ich nochmal nachgucken, wo genau uns eventuell noch was fehlen könnte. Und dann machen wir da dann nochmal ein bisschen Backtracking. So, wartet mal, ich muss dahin. Dafür brauche ich meine Pfeife. Wie ging das hier? So. Genau. Halt, stopp. Ja, hier ist auch nichts weiter. Gut. Oh, Leute, mein Fuß piekst gerade irgendwie von unten an der Ferse. Was ist das denn? So ein komisches Nervenreißen oder sowas. Okay, hier ist nichts mehr. Wo muss ich denn hier gleich wieder lang? Ach nee. Muss da hoch, glaube ich, oder? Wartet mal. Wo ging's denn hier lang? Was ist denn hier eigentlich? The way through was ruined. Aha. Muffled by the fog, Amber was sure they heard a rumble. Could that have been a tremendous snow? Wer das schon mal gelesen? War mir jetzt nicht sicher. Komisch. Und habe ich hier mit meiner Trompete gepfiffen? Ja, muss ich ja, sonst wäre ich ja hier, glaube ich, gar nicht weitergekommen. Hm, kann mich gar nicht mehr so richtig an alles erinnern. Wie komme ich denn hier nochmal wieder rüber? Bin gerade unsicher, wo ich lang muss, Leute. Ach ja, hier lang. Da sind wieder die Schweine. Da war nichts mehr. Hm. Da war nur eine Frucht. Okay, ich glaube, wir haben hier soweit alles erledigt. Ich hoffe, ich finde das Feuer bald wieder. Damit wir da weitermachen können. So. Ja, die letzte Kiste. War das hier oder da? Ich glaube, da drüben auf der anderen Seite war es, ne? Haben wir beim letzten Mal ja dann auch gefunden. Oh, wie konnte ich das übersehen? Ich meine, man sieht es sogar hier schon, ne? Wenn man hier so steht, man sieht es. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Weiß es nicht, naja. Ja, ich rutsche einfach mal hier lang. So. Upp. Ich stehe auf Amber. Gut. Dann haben wir ja gleich den Weg geschafft.
Das Feuer sollte sich im nächsten Bildschirm befinden, denke ich. Alle verloren haben wir auch gefunden. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich in diesen Bildschirm komme, vibriert mein Controller und ich weiß nicht wieso. So, kann man jetzt eigentlich mit denen hier nochmal sprechen? Nee. Doch. The stranger said thoughtfully, I needed better friends. I can see that now. Oh. The ember whispered, it's so long since I last felt heard. The ember spoke hesitantly. Nothing is endless. Nothing. Nee, das stimmt wohl. Na? Ember? Was? Was? Gently, the stranger said, love survives us all in the end. Was hat das denn gerade? Warum hat er das gemacht? Es war so eine Ehrenrunde gedreht. Wieso das denn? Courage, the ember said. We should be more careful of each other. Ja, das stimmt wohl. Die Menschen sind viel zu selbstsüchtig geworden. With love, the stranger said, I needed a friend. Thank you. Gerne. Es ist leider so, ne? Die Menschen sind viel zu selbstsüchtig geworden. Jeder denkt nur noch an sich. Und keiner mehr an den anderen. Und dabei war es doch mal anders. Ich weiß nicht, Nächstenliebe wird heutzutage nicht mehr so groß geschrieben, leider. Bei vielen Menschen. Es sind nicht alle so, zum Glück, aber viele. The ghost said, you have done all you can, little one. Your journey lies ahead. Ich bin genauso. Ach nein, du bist nicht selbstsüchtig, mein lieber Sascha. Hallöchen übrigens. Hallo, schön, dass du da bist. Ich glaube, du bist ganz anders. You have done well to get this far, little one. I will clear the path ahead for you. Okay. Hallöchen und guten Huhu. So. You have seen another watching over you. Du hattest schon einmal jemanden, der auf dich aufgepasst hat? Wer das denn? Dieses Spiel, ey, ja, es ist einfach großartig und ich mit jeder Minute, die wir mehr erfahren, um was es hier genau geht, bin ich begeisterter. Ich bin es auf jeden Fall etwas. Geizig bin ich auf jeden Fall. Ja, natürlich. Warte gleich. Wenn wir mit dem Gespräch fertig sind. Was? Es ist so fantastisch. Muss das auch nochmal spielen? Ja, auf jeden Fall. Im Stream, damit ich dir dabei zugucken kann. Ja, Nicklord, natürlich. Also geizig bin ich auch, denke ich. Also ich versuche auch immer so ein bisschen mein Geld zusammenzuhalten, nicht für unnötige Sachen Geld auszugeben. Wobei, ich glaube, so ein bisschen verschwenderisch bin ich aber auch. Weil manchmal sehe ich was und denke mir so, ja, das möchte ich jetzt gerne haben. Und ich bin froh, dass ich es mir dann leisten kann. Was ich meine ist, du würdest aber wahrscheinlich niemals an einem Menschen in Not vorbeigehen, oder? Würdest ihn einfach sitzen lassen und dich nicht drum kümmern. Ich glaube, so jemand bist du nicht. Und ich schätze meine Zuschauer auch nicht so ein, dass sie so sind. Ich würde nie an jemandem vorbeigehen, der meine Hilfe brauchen könnte. Aber es gibt leider genug Menschen, die so sind, die einfach vorbeigehen und da nicht drauf achten oder die Augen davor verschließen, dass jemand gerade Hilfe braucht. Und das meine ich mit, jeder denkt nur noch an sich und ist sich selbst der Nächste und alle anderen sind scheißegal. Und das ist halt das Schlimme in dieser Gesellschaft heutzutage, dass keiner mehr das Leid der anderen sieht, sondern nur noch sein eigenes. Oh, was haben wir denn hier? Okay. The painting was the same as Ember had seen before. Two embers shone clearly in the daylight now, their journey ahead. Hm.
The forlorn was cold to the touch, different to the others. The stranger spoke. Thank you for coming to help. I can't let another in right now. Ember shared a moment with the forlorn and hoped they would find what they needed. Ich schaue leider zu viel auf andere, geht mir dann selbst manchmal auf und sagt, ja, solche Menschen gibt es leider, kann man nicht sagen, auch. Da muss man dann selber so ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich, oh, da war da gerade wieder der andere Ember, dass man sich halt nicht ausnutzen lässt, ne, wenn man dann zu viel auf andere achtet, ist auch nicht gut. Aber zu wenig ist halt leider auch nicht gut. Es ist halt, man muss so den guten Mittelweg finden, ne? Auf sich selbst achten und seine Umwelt nicht aus den Augen verlieren, so finde ich. Aber das ist halt auch nicht so einfach. Ich kann mir das schon vorstellen, aber so ganz und gar auf sich bezogen zu sein, ist halt auch nicht gut. Wo könnte ich denn den Frosch hinbringen? Da? Oh, okay. Dafür war das also gedacht. Okay, eine Kiste haben wir hier. Mittelweg ist sehr schwierig, das stimmt. Sehr, sehr schwierig. Viele finden den nie. Ich hab nie. Aber wir machen erstmal das. The snake is drawn to the light. They are not so fearsome after all. I think they mean no harm. Ja, viele können diesen Mittelweg nie finden. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich ihn auch noch nicht gefunden habe. Und, manchmal bin auch ich bezogen und achte zu wenig auf meine Umwelt und auf meine Mitmenschen. Und manchmal bin ich eben aber auch so, dass ich zu viel helfen möchte. Und das ist dann aber auch wieder nicht gut, ne? Well now, we've been looking everywhere for you. Oh nee, die schon wieder. Fun, fun, over the wall they goes. I hope you have a good excuse for running off, Scab. Oh. Ember's heart sank. Sie haben uns gefunden. Sag die Wahrheit, entschuldige dich. Ich glaube, denen die Wahrheit zu sagen bringt nichts. Ich will mich aber auch nicht bei denen entschuldigen. Ich sag die Wahrheit. Ember told the birds about all they had seen in the marsh, pleading for their help. Oh, vielleicht war das nicht so gut. Save your made-up stories for the Forest King. Ich würde die Wahrheit sagen, am Ende kommt die ja meistens sowieso raus. Ja, ja, das ist eben so, ne? Es bringt eigentlich nichts, die Unwahrheit zu sagen, weil ganz am Ende kommt's ja doch immer raus. Oh, yes, yes. Tell the lies to the king. Oh no. Oh no! Bringen die uns jetzt zum König zurück? Ah! Das ist der Fahrstuhl, den wir schon mal gesehen haben. Okay. Da sind wir wieder hier. Nee, ich will aber nicht schon wieder zu diesem gruseligen, komischen König. Ich muss. Alles klar. Ich werde nicht gefragt. Der Waldthron. Sekunde. Ah, hier gibt es übrigens auch noch eine Truhe. Seht ihr das? Gut zu wissen. Nein. Ich wollte nicht rückwärts laufen. Ich wollte eigentlich in so eine Nische reingehen, links oder rechts. Ach, verdammt. Geh mal wieder rein, Ember. Bitte. Ich glaube, ich werde eh gleich wieder reingeschickt, ne? Get back in there. You still... Ja. Yeah. We're not letting you out yet. Ja, okay. Entschuldigung. Wollte ja auch gar nicht rausgehen. Das ist aus Versehen passiert. Aber sag mal, Sascha, wie geht's dir heute, mein Lieber? Alles gut? Ember felt nervous standing before the king again. Aber dieser Vogel ist so gruselig einfach nur. Frustrated, the forest king said,
Poor tired Ember. Where did you go? Nirgendwo. You must rest now. Ich möchte anderen helfen. You give false hope. Nee. Try and fail and hurt. This is all there is. Ember could feel the Forest King looking right through them. This end, there no more. Why not stop? Let go of this. Nee. You must stay. No more foolish hope. Hoffnung ist das Einzige, was wir manchmal noch haben, du dummer Vogel. Last chance. Take key now. Okay, danke. Make sure gates are locked. Let no more in. Let no more out. Hm. Schlüssel zum Kreuzungstor. Okay. Ember took the key. What choice did they have? Übrigens, haben Sie Ember schon immer mit S bezeichnet? Hieß es nicht mal er? Warum ist es jetzt, warum ist Ember jetzt auf einmal ein S? Hm. Ja, wird halt nicht besser, aber hey, alles geht irgendwann mal wieder rauf. Ja, das stimmt. This really is your last chance. Ich trinke gleich, Sekunde. Das ist wirklich deine letzte Chance. Don't betray the Forest King again. Die Sekunde, dann trinke ich kurz was. Oh, ich möchte anderen auch helfen und deswegen halte ich jetzt mein Versprechen. Vielen Dank. Mann, meine Flasche geht nicht auf. Oh, was ist das denn? Mein Fuß piekst heute die ganze Zeit. Was ist das nur? Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Komisches Nervenreißen. So. Was ist das denn? Nee, das schmeckt mir nicht. Philipp hat heute eine neue Arizona-Sorte mitgebracht. Erdbeer-Lemon. Bäh. Schmeckt nicht, Leute. Egal, ich trink's trotzdem aus. Oh, jetzt ist meine Maus im Weg. Die hätten da auch eine Wache drinnen platzieren können, die einem einfach sagt, du kannst noch nicht gehen. Wäre besser, als sich öfter anzusehen, wie sich dieses Tor öffnet und wieder schließt. Ja. Erdbeeren sind fantastisch. Ist richtig. Ich mag Erdbeeren im Grunde auch sehr gerne. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mein Medikament, was ich jeden Tag einnehme, nach Erdbeeren schmeckt. Und irgendwann, so nach einem Jahr, magst du Erdbeeren dann nicht mehr ganz so gerne. Nun. Ja, inzwischen habe ich den Geschmack von Erdbeeren ein klein bisschen über. Aber ich glaube, das ist auch verständlich. So, wir haben den Schlüssel. Ja gut, das stimmt, ja. Wie gesagt, drehen. Ja, mein Medikament, das nehme ich jetzt schon seit einem Jahr ungefähr und ja, wie gesagt, jeden Tag den Geschmack von Erdbeeren. Ich mag Erdbeeren immer noch sehr gerne, aber nicht mehr so gerne wie früher, muss ich ehrlich sein. Wartet mal. Ich glaube, ich muss den da in die Ecke rein. Oder ich muss da in die Ecke rein, so. Ich glaube, so ist es richtig. Aua. So, jetzt können wir hier runter. War hier hinten noch irgendwas? Nö. Ja, und ich weiß nicht, dieser Eistee, den ich hier gerade habe, der schmeckt, wie gesagt, nach Erdbeer-Lemon. Also Erdbeer mit Zitrone. Aber die Mischung passt irgendwie nicht so richtig. Freudig ließ Ember die Vögel zurück. Ah, jetzt fängt er an. Glad to be free. Jetzt fängt sie an zu quatschen, wenn ich vorlese, weißt du?
Die Höhle, oh. Okay, hier gibt es eine Truhe, meine lieben Freunde. Da hinten komme ich nicht hin. Okay. Verständlich, wenn man das mit etwas Negativem wie Medizin in Verbindung bringt, kann das einem schon weniger gefallen. Deshalb sollte man sich nie seine Lieblingslieder als Weckerton einstellen. Nach einiger Zeit kann man das auch nicht mehr hören. Naja, es macht die ganze Sache angenehmer, das Medikament zu nehmen. Dadurch, dass es halt nach Erdbeeren schmeckt, ist es nicht so unangenehm. Okay. Es macht die ganze Sache nicht so unangenehm, ne? Das Medikament nehmen halt auch Kinder. Und ich glaube, darum haben die das gemacht, damit die Kinder das eben auch einnehmen. Man muss das ja jeden Tag nehmen, im Grunde sein Leben lang. Ab dem Moment, wo man damit anfängt. Und muss dir mal überlegen, wenn so ein kleines Kind sein Leben lang so einen bitteren Saft einnehmen soll, würde ich als Kind vielleicht auch nicht unbedingt tun. Und um dem Kind, ich glaube, es geht prinzipiell vor allem um die Kinder bei dem Geschmack, um den Kindern das eben ein bisschen zu erleichtern, haben die da halt so einen angenehmen Geschmack drauf gemacht. Also der ist wirklich, es ist wirklich ein angenehmer, leckerer Geschmack. Es ist kein übertrieben künstlicher Erdbeergeschmack oder so. Es schmeckt gut. Es kann man so sagen, es schmeckt gut. Ist nicht unangenehm. The traveler whispered. Used to be a river all round here. Watched the birds build the dam night and day. Took them forever. They had no clue what they were doing. It was hilarious. Okay. Dann müssen wir hier wahrscheinlich das Wasser wieder nach oben bringen. Huch, was ist mit dir? It was an abandoned boat. Sadly stranded in the mud. Ein Boot. Hier hinten irgendwas? Nee. Da ist auch nichts. Gibt es hier denn eine Truhe? Ja, hier gibt es auch eine Truhe. Ember was at the entrance to a dark cave. The smell of stale water oozed out. Like it had once been flooded, but now was bone dry. Okay. Gut, wir müssen also wahrscheinlich hier das Wasser wieder zum Fließen bringen. Mal schauen, ob wir das eventuell schaffen können. Ich würde gerne mal dahin und gucken, ob wir hier irgendwie... Wollen wir hier was machen? Nee. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich auch das Boot erstmal. Oder das Wasser. Um dahin zu kommen. Gut, müssen wir am Ende mal schauen. Schwupp, schwupp. Okay. Da ist nichts. Wie viele Truhen gibt es hier? Zwei Stück. Ich finde das absolut prima, dass ich das entdeckt habe, dass das immer da oben dasteht. Ich weiß nicht, warum mir das im ersten Abschnitt hier nicht aufgefallen ist mit den Truhen. Oh. Da hat es gerade kurz ein bisschen geleckt. Da ist nichts. Also können wir nur hier nach oben. Oh mein Gott, das dicke Schweinchen ist wieder da. Die Schweine lassen uns hier nicht los, Leute. Da haben wir einen verloren. The forlorn was not the same as the others, flinching at Ember's approach. The stranger spoke. I don't want your help. Noch einer. I'm not ready to let go of how I'm feeling. With regret, Ember moved on. Okay, den können wir also auch nicht retten. Ich könnte jetzt da links reingehen. Und was ist hier noch? It was a Gordian knot. Impossible to untie. Ember needed something sharp to cut it. Okay, wir brauchen ein Messer oder sowas in der Art. Gut, hier kommen wir also auch nicht weiter. Gut, dann müssen wir wohl links lang. Na dann. So, hier gibt es auch wieder eine Truhe. Die sehe ich da auch schon. Mal gucken, wie ich da hinkomme.
Presently the stranger said, "Look, it's Ironclaw." Ironclaw? "Friend, this crab is the terror of the marsh." Okay. "Together we can trap him." Mm-hmm. "I've got a plan. Been waiting for someone to help. You help me, and I'll help you." Okay, okay. "Try lowering the crab over here with the chum in that bucket." Der stand aber eben noch nicht da. Oh, Hallöchen, Froni. Guten Abend, liebe Lilly und Chat. Alles schon, alles schön bei dir? Oder euch? Ich verschwinde leider gleich schon wieder in den Lurk. Wir haben Besuch da. Viel Spaß. Ja, mir geht's ganz gut. Der Mann im Hintergrund ist leider ein bisschen krank. Der hat seit gestern sehr im Magen und es geht ihm nicht so gut, aber wird schon wieder. Dann wünsche ich dir viel Spaß oder euch viel Spaß mit eurem Besuch und danke für deinen Lurk, meine Liebe. Sag ganz liebe Grüße. Mit dem Köder in diesem Eimer herzulocken. Okay. Dann probieren wir das mal. Ich glaube, dann müssen wir danach aber auch die Folge beenden. Also. Wartet mal. Ich soll die dahin locken, glaube ich, ne? Dreh dich um, du dummes Viech. Der blöd? Hm. Hä? Ach, und da ist auch schon Markus. Hallo Markus, vielen Dank für deinen Lurk. Ah. He's not got eyes in the back of his head. Okay, wartet mal Sekunde. Wie bewegt er sich? So. Okay. So. Nee, das war nicht gut. Und da haben wir ihn in eine Sackgasse gelockt. Mist. Okay, also. Ja, das war dumm. Ah. Schwierig. Also, wartet. Dreht er sich da lang, dann dreht er sich da lang. So, dann dreht er sich wieder. Warte mal. Dreht er sich wieder nach unten, oder? Ja. Dahin. Dahin. Und dahin. Ja! Jetzt haben wir's. Wow! Geschafft. Okay, also die Krabbe scheint sich immer im Uhrzeigersinn zu drehen. Ja, genau. Ich glaube, das war das Problem an der Sache. Okay, Freunde, was genau wir jetzt mit der Krabbe anstellen werden, das erfahren wir dann im nächsten Part, denn die Folge ist leider schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei The Last Campfire. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!